Ich bin jetzt echt richtig, richtig froh, hier zu sein. Seit 12 Stunden mit dem Ständer hier. Entschuldigung. Nein, besten. Ihr glaubt, ihr habt Scheiße erlebt? Ich hab Bon Aqua bestellt und Adello kommt an. Was ist das eigentlich für eine Schweinerei? Die noch bestimmt eine Liebste zu Hause oder einen Liebsten. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen? Who's that Pokémon? It's Knossi. Ah! 400 Euro! Hör jetzt bitte auf, Monika zu ärgern, ja? Sonst muss ich mal eingreifen und das wird heftig. Habt ihr schon mal persönlich irgendwo einen Homo sapiens gesehen? Ob wir mal Schwuchtels gesehen haben? Ich bin einfach am Arsch, Freunde, ehrlich. Für jede Unterstützung, egal was, würde ich mich freuen. Aber das hat mich alles zerstört. Was schneller? Aram, sam, sam, aram, sam, sam. Stopp! Stopp! Form, Alter! Und dann gibt's noch meine Form! Und dann Form, Alter! Alle weg! Black in the Black Book, man, we back! Wuhu! Wuhu! Tja, ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it! Diät muss auch sein, natürlich, Bruder. Ernährung gehört dazu. Guck mal hier, Bruder. Seit halben Stunden trinke ich nur noch Wasser. Spaß, was, Sprite. Oh, ein Glas Wasser. Nein, geht schon. Okay. Oh, Entschuldigung. And his name is John China. Früher haben wir die Polizei gerufen. Heute rufen die ihre Cousins. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Du hast jetzt also gerade versucht, mich zu beleidigen, weil du nichts anderes zu tun hast. Jetzt wirst du versuchen, dich nach diesem Argument von mir da rausreden zu wollen, wirst es allerdings nicht schaffen, weil ich direkt weiß, was du tun wirst und jetzt wirst du gerade darüber überlegen, was ich jetzt gerade sage und inwiefern es auf dich zutrifft und dann wirst du jetzt gleich versuchen, das Thema schnellstmöglich zu wechseln, weil du eben weißt, dass du gar keine Chance mehr hast, hier gegen etwas zu sagen. Wir folgen uns nicht mehr gegenseitig. Ich habe ein paar Fotos gelöscht von uns. 3 Backpfeifen. Backpfeifen. Patsch, patsch, patsch. Jetzt habe ich mir aber gedacht, jetzt interessiert es mich auch schon mal, wenn ich in meine Waschmaschine schaue, was mir da entgegenkommt. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist absolut dumm. Ciao. Was geht ab? Welt geht einfach ab. Was? Wo ist das fucking Trampolin? Alter, was? Sabine!